weiter geht's. Kurz in mich gegangen, bisschen Energie geschöpft. Ich brauche hier wirklich alles, was ich kriegen kann. Und wir spielen weiter. Wir sind mittendrin im letzten Level von Mushihime Sama, wenn wir uns nicht verzählt haben. Und das ist natürlich der knackigste. Und wie ihr euch denken könnt, ist am Ende ein Endboss. Und da nutze ich doch vielleicht einmal noch mal ganz kurz die Zeit, damit ihr wisst, was am Ende passiert. Dieser Endboss kriegt nur Schaden, wenn ich circa 30 Sekunden keine Bombe gezündet habe und nicht gestorben bin. So lange muss man tatsächlich im Überleben in diesem Spiel. Deswegen kann man sich nicht durch den letzten Boss durchsterben. Deswegen könnte der ein bisschen länger dauern. Denn das habe ich bis jetzt getan. Mich durchsterben. Und schauen wir mal. Wundert euch da nicht, dass der keinen Schaden kriegt. Wir warten auf diesen einen Moment, wo ich wirklich Glück habe und eine gewisse Zeit am Stück ihm Schaden mache. Dann kriegen wir das zu Ende. Halbe Stunde haben wir noch. Sollte von der Zeit her reichen. Schnallt euch an. Puh. Gehen wir rein hier. 3, 2, 1, zack. Oh Mann. Oh, ich lasse mich schon wieder abdrängen hier gerade. Ich muss jetzt hier. Nee, ich komme nicht mehr durch. Ah. Ah, ja, ja. Ist halt der letzte Level. Da stirbt man ein bisschen öfter als normal. Und das ist tatsächlich Frau Endgegner. Ah, da geht er schon drauf. Und jetzt kriegt sie erstmal keinen Schaden. Ah, nee, die hat später noch eine zweite Phase. So war das. Kriegen wir hin? Kriegen wir hin? Das ist kein Problem hier. Weiter. Oh, hier ist schwierig. Kriegen wir hin? Oh, nee, kriegen wir nicht hin. Weiter geht's. Ab der Mitte kommen wir in die zweite Phase. Dann wird's richtig lustig. Dann geht die Party richtig los hier. Oh, fuck. Ah, die Bounce-Geschichte vergessen, okay. Okay, Hälfte runter. Dann fährt er die Arme raus. Das ist doch gar nicht der letzte Boss, oder? Ich täusche mich gerade. Ah! Ah! Oh, das ist fies. Da werde ich drauf gehen. Nein. Ich überlebe. Shit, gleich nochmal. So viel Glück habe ich nicht zweimal. Doch. Okay, haben wir. Soweit erstmal ganz gut. So, und jetzt tritt das ein. Ich kann jetzt eine gewisse Zeit keinen Schaden machen, wenn ich nicht auch ein bisschen überlebe hier. Das ist wirklich echt nicht einfach. Oh, unangenehm. Da wäre ich durchgekommen. Jetzt kombiniert er das. Ah. Das tut körperlich weh gerade. Nein. Oh. Doof. Weiter. Nicht beschweren. Oh, oh.
Oh, aber. Da habe ich mich selbst gewundert, dass ich dadurch gekommen bin. Aber komm, kriegen wir noch den Milestone da oben? Nee, leider nicht. Shit. Zwei Milestones haben wir da noch, die wir erreichen können, um uns den Arsch zu retten. Oh, da muss ich mir mal selber den Arsch retten. Das bringt aber nichts. Das resettet den Timer für Damage hier. Oh shit, die Geschichte wieder. Keine Ahnung, wie man da durchkommen soll. Der Anfang war ganz gut, ganz ehrlich. Aber jetzt gerade, das kann dauern, bis ich hier wieder auf eine grüne 2 komme. Letzte Phase oder vorletzte. Ah, wie soll ich da durchkommen? Ah, Mann, fast! Oh Mann, die sind so schwer. So knapp. Oh, doof gestartet, aber das... Oh, unangenehm. Komm schon. Jetzt. Überleb. Überleb, ja. Okay, so. Kurzen Milestone, jetzt finishen. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Finale Phase! Oh. Alrighty, alrighty, alrighty. Das ist so. Wie ein Mensch das schaffen soll. So ein paar kann man ja dodgen, aber alle, das ist. Das kann jetzt echt dauern, bis ich hier mal länger als 10 Sekunden überlebe. Bei dieser Phase. Da werde ich ein paar Continues brauchen. So, komm schon. Manchmal wechselt er den Schuss und das ist dann meine Chance, weil das hier ist wirklich fast unmachbar. Ihr seht das, oder? Also, muss ich euch nicht erklären, ha? Ach, unglücklich. Komm schon, nur noch ganz bisschen. Oh, das war so knapp, fast hätte ich den. Mano. Fiese Sau. Komm schon. Wenn ich einmal durchkomme, dann ist es soweit. Wäre geil, wenn er einmal kurz den Schuss wechselt. Das macht er manchmal. Vielleicht kann ich das irgendwie erzwingen. Ich weiß aber nicht wie. Vielleicht muss ich mal die Distanz. Nee. Mal vorne. Nee. Nee. Ja, dann müssen wir jetzt durch. So lange, bis ich es einmal schaffe. Erst dann kriegt er Damage. Das ist der Endboss. Froh, dass ich das nicht in der Spielhalle spiele. Sonst müsste man jetzt hier echt alle 5 Minuten Heiermann da reinstecken, ne? Hab's gleich. Hoffe ich. Drück mir die Daumen. Das stehen wir jetzt auch. Ah, schade. Auch noch durch. Wie immer. Zünd mal jetzt eine Bombe? Nee, der zündet gleich neu. Was soll ich da machen?
Nee. Ach, immer dieses letzte Stückchen. Wenn ich da durchkommen würde, dann könnte ich ihm danach Schaden machen und dann wäre vorbei. Aber nee, immer zur gleichen Zeit ungefähr. Ich komme, ich muss was Neues. Ich gehe jetzt mal nach rechts rüber. Vielleicht ist das irgendwie smarter. Nee, sterbe ich auch gleich. Was ist, wenn ich hier mal so links hingehe? Oh, 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 nee. Nee. Irgendwann ist es soweit. Irgendwann aus Versehen schafft man es da durch und dann ist der junge Toad da oben. Aber das dauert wirklich sehr lange. Weil dieses Endding, da musst du irgendwie Asiade für sein, um das zu schaffen oder so. Keine Ahnung, wieso das jetzt auch geklappt hat, aber gut. So, wir haben es durchgespielt, Leute. Im Ultra-Mode. Ich frage mich, wie viele wir von euch verloren haben dabei. Die das überhaupt über... Die das nicht überlebt haben gerade, dieses optische Feuerwerk. Krass, krasse Endgrafiken jetzt hier noch. Ich habe keine Ahnung, was das mit der Story auf sich hat, aber die Dame hat aber anscheinend irgendwie ein cooles Armband. Und so ist das, ne? Die Japaner haben einfach ein Fable dafür, diese mega kitschigen Superstories, die wir Europäer nicht so richtig nachvollziehen können oder verstehen können. Aber wir haben uns ja auch nicht allzu viel Mühe gegeben. Ich versuch's mal wegzudrücken. Geht das schneller? Yeah. Da haben wir's. Können wir mal einen Namen eingeben. Game over. So. Das war doch mal eine Erfahrung, oder? Replay-Data können wir safen, brauchen wir nicht. Ich gehe mit euch, weil wir noch ein bisschen Zeit haben, jetzt nochmal ins Hauptmenü und zeige euch das Spiel jetzt nochmal ein bisschen genauer. Zack, Start. So. Weil es ist gar nicht so einfach, wie ihr denkt. Back. Whip. Wie ihr hier seht, fangen wir mal ganz links an. Gibt es verschiedene Arten. Gibt hier den einfachen Novice Mode für so Anfänger. Dann hier normal und Arrange. Ich weiß jetzt gar nicht, ob Arrange das Schwierige ist, aber das hier ist Version 1.5. Das ist so eine ganz komische Geschichte. Die gab es mal irgendwie so als Download-Version kurzfristig von der Webseite zu holen, aber mittlerweile ist sie wohl mit dabei in dieser Mushihama Sama HD-Version, die ihr bei Steam bekommt. Und ihr könnt hier, ihr habt das gesehen, der Bildschirm war auch so ein bisschen seltsam mit diesen Extra-Fenstern. Seht mal, ich kann das hier umschalten. Es gibt ja verschiedene Presets, wo ich dann, das ist für irgendwelche Profispieler, die dann mal dann genau hingucken wollen. Das sind dann so vergrößert. Was geht, Colin? Wie sehe ich aus? Ich musste eben so spielen, weißt du? Deswegen. Geht nicht. Hast du gesehen, was ich gemacht habe gerade? Ich habe es durchgespielt. Ich habe derbe abgespielt, ey. Guck mal, jetzt sieht es manierlich aus. Sehr gut, so. Nee, danke. Willst du mal? Nee, ich auch. Oh, da hinten. Colin hat Angst. Selbstverständlich. Das Spiel ist nur für... Na was? Kriegst Bock? Einmal probier da. Okay, ich gebe dir das Pad. Es ist klitschnass. Habe ich noch nie gespielt, aber ich habe so ein bisschen... Schauen wir mal. Wir spielen für dich mal... Ne, wir spielen das gleiche, was ich gespielt habe gerade. Was muss ich tun, außer... Wir haben gerade den Super-Hardcore-Modus gespielt, weil das so super interessant ist. Willst du den auch oder willst du eher was Normales? Ich will was Normales. Na, such dir mal aus. Dann sehen die zu, das finde ich ganz gut. Dann spielst du nicht das gleiche, was ich gerade gespielt habe. Geil, Colin. Ach ja, man hört dich gar nicht.
Ist nicht schlimm. Es ist auch eh besser, wenn man jetzt nicht... Nimm einen von den drei. Das hier ist Standard, Spread, Concentrated. Okay. Nimm mal Standard. Ja, Standard ist gut. Welcher Teil ist das denn? Schießen, langsam fliegen, wenn du A gedrückt hältst. Langsam fliegen... Ah, okay. Und irgendwo gibt's noch... B ist noch Bombe. Hast immer nur drei Bomben. Das sind auch schon ziemlich viele Projektile hier, die den Colin da ausgesetzt ist, aber natürlich nicht so viel bei Ultra. Das ist noch so halbwegs human. Was hast du jetzt genommen? Weiß ich nicht. Ich hab einfach abgerufen, sammle mich auf. Nee, ich meine, welchen Schwierigkeitsmodus, so, weißt du, ne? Ich glaube Original. Original. Ja, ist so schön flüssig irgendwie, es läuft die ganze Zeit, ne? Du bist die ganze Zeit am Spielen, es gibt keine Wartezeiten so zwischendurch. Ist denn hier eigentlich, es gibt keine Energieleistung, ne? Ein Treffer tot. Wo ist denn der Sweet Spot sozusagen? Genau in der Mitte. Eigentlich ist das als Kristall dargestellt, jetzt siehst du ihn, wenn du A gedrückt hältst, kannst du ihn nur diesen Kristall nur erkennen, das ist die Hitbox. Es ist ganz gut, dass Colin jetzt nochmal eine Runde spielt, dann kann ich das nochmal erklären, weil eben gerade war mir das nicht möglich, als ich gespielt hatte, weil man sich so konzentrieren muss. Ist nichts für jedermann, ne? Ja? Nee, nicht für jedermann, aber es ist... Ah, schade. Ja. Okay, weiter, geht gleich weiter hier. Es ist ein Genre, das es in dem Fall auch keinen Ersatz gibt, weißt du, wie ich meine? Es ist ein Genre, was es zum Glück noch gibt, weil es ist nicht aufgegangen in Millionen anderen Genres. Wenn du so einen klassischen Vertikalshooter, Bullet Hell Gelumpe haben willst, dann spielst du entweder so ein Spiel oder eben nicht. Ach! Ärgerlich, Endboss, ne? Die musst du jetzt aber nochmal legen. Was ist Bombe? B. Okay. Was hab ich jetzt gemacht? Bombe. Das war Bombe? Das sieht aber so unglaublich geil aus, das Biest. Ich bin ja ganz verdutzt, also weißt du, von der Animation her allein schon. Mhm. Sehr gut, erster Level, gibt nur 5. Kannst kurz durchspielen. Kein Problem. Einsammeln! Super Punkte! Was kostet das? Das habe ich mich auch gefragt. Keine Ahnung. Ich guck gleich nochmal rein. Das Ding ist, ich habe das schon länger in der Bibliothek und ich habe auch gedacht vor der Sendung, ey Mann, du musst doch wissen, wie viel das kostet. Aber ich wollte da nicht raustemmen, weil ich weiß ja, wie das ist. Denn nachher kriegt die Regie das Bild nicht wieder. Aber das einsammeln! Sehr gut. Der Grafikstil finde ich. Sehr, oh! Das ist ganz lustig, da gibt es noch eine kleine Geschichte zu. Das ist ja von Cave. Und die wollten damals, ich meine, Vertical Shooter, Shoot'em-ups sind ja immer mit Raumschiffen und sowas vom Thema her. Außer jetzt diese, wie nennt man sie, Cute'em-ups wie Parodius oder so. Und da wollten sie wieder eins machen mit Raumschiffen, aber dann kam ein neues Raiden raus, beziehungsweise wurde angekündigt. Und dann mussten sie dieses Spiel, was fast fertig war, mit Raumschiffen irgendwie ummünzen. Nicht, dass sie irgendwie gegen Raiden abkacken und das Spiel in der Versenke verschwinden. Und dann haben sie gesagt, okay, wir orientieren uns an einem dieser Zeichentrick-Filme von diesem Miyazaki, die man ja kennt. Und da gab es auch einen so mit ganz vielen Käfern. Und dann haben die einfach Käfer, weil du kennst es ja, in Asien sind Käfer, haben ja eine ganz andere Bedeutung. Da kannst du ja Käfer als Haustiere zum Beispiel kaufen. Viele Kinder haben Käfer irgendwie, ne? Wie heißen die mit den Hörnern und so? Hirschkäfer und sowas. Das sind... Ich meine, es sind ja auch geile Haustiere, die machen nicht so riesige Haufen und so, sind ruhig, sind lecker im Zweifel, muss mit denen nicht Gassi gehen. Eigentlich ganz cool. Und deswegen haben die das mit Käfern gemacht und Mushihime-sama heißt, glaube ich, auch die Käferprinzessin. Sieht aber auch super aus, ich mag den Look. Und ich finde es auch schön, dass Cave da immer noch wurscht, nachdem ja viele Hersteller, auch ehemals namhafte Hersteller, durchaus das Genre hinter sich gelassen haben. So Treasure, auch Großmeister dieses Genres. Ich weiß nicht, ob die noch, wann haben die das letzte Mal einen klassischen Schmuck gemacht? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, mit Garuga und ich weiß nicht, ob danach nochmal was kam. Aber ich bin gerade unvorbereitet und auch nicht. Nee, du schlägst dich aber ziemlich gut dafür. Also das ist echt nicht schlecht. Vor allem eigentlich bist du zu weit weg vom Bildschirm. Musst viel dich da dran sein, mit der Nase dran, damit du genau deine Hitbox siehst. Ich bin aber selber gerade einigermaßen überrascht. Aber es gibt auch schlimmere, ne? Also es gibt schlimmere Bullet Hell Shooter. Ich meine, mit schlimmer jetzt, wo du wirklich denkst, unmöglich. Ja. Ohne dass ich jetzt sagen will, dass das totaler Killer. Also eigentlich ist Mushihime-sama schon bekannt als eins der herbesten, weil du spielst ja jetzt nicht den so ultra-hard-Mode. Ja, deswegen wunderst du dich wahrscheinlich gerade, warum das doch so machbar ist. Ich will mich aber auch nicht beschweren. Ich will mal eine Bombe, aber die hätte ich natürlich mehr aufsparen sollen, die Bombe. Ja. Das ist Bomben, brauchst du ja eigentlich immer, oh, okay, da war's. Start. Ist aber Feierabend, ne? Das war schon eigentlich mein Credit weg. Eigentlich war dein Credit jetzt weg, ja. Genau.
Oh, nächste Stufe. Genau. Aber hast ihn gleich. Ich bin jetzt nervös. Ich muss die Bombe werfen. Ich mag das, wenn man Bomben als Lebensversicherung abwerfen kann. Ja. Das Ding ist, den Endboss kannst du so nicht besiegen. Jedes Mal, wenn du eine Bombe wirfst, wird er 20 Sekunden unsterblich. Ach so. Und auch, es ist gut, wenn du das Gefühl hast, Projektil-Terror, ich muss mal kurz durchschnaufen. Ja, aber es gibt auch das Coole, wenn du darauf achtest, auf die Lebensleisten oder auf große Gegner, wenn du sie abknallst, im richtigen Moment lösen sie auch alle Projektile auf. Das kannst du auch taktisch nutzen. Aber ich muss sagen, ich mag diese Genre einfach. Ops, total geil. Okay, jetzt noch ein bisschen anders. Jetzt verlassen sie mich. Ich bin eigentlich nur reingekommen, weil ich gesehen habe, dass das Bild nicht so ich dachte, das ist schön. Ja, ich musste die ganze Zeit mit der Nase vorne sitzen, deswegen hatte ich das ein bisschen anders, aber jetzt ja entspannt. Oh, ist ganz gut, dass ich durchatmen kann, weil das hat mich echt gerade sehr erschöpft. Ich aber leider auch wieder. Ist okay. Das ist eine fiese Sau hier. So. Oh ja, jetzt habe ich nicht gehabt, doch. Aber das bin ich. Ich finde das super mit der Verzögerungstaste. Also nicht, das sind jetzt Slowdowns, mit denen habe ich nichts zu tun. Diese hier, das hat nicht mit meiner Verzögerungstaste zu tun. Aber man spürt halt, wie man dann in bestimmten Todesfällen mal ein bisschen. Ist das schon Bossgegner oder ist der ganze Level nur ein Bossgegner? Nö, das ist normaler Gegner. Ich muss halt vorher gespielt werden. Dieses Schichtartige, diese Animation, die wird das Gefühl, das sind einfach so verschiedene Bitmap-Ebenen. Ach, das ist voll. Schade. Das sind verschiedene Ebenen so übereinander und die verschieben sich. Ja, ich finde es auch einfach nur super sympathisch. Vor allem, weil es auch Käfer sind. Ich meine, Käfer. Wer würde hierzulande ein Spiel mit Käfern machen? Keiner. So, wir gehen zurück. Danke. Ja, ich danke dir. Es hat Spaß gemacht. Gut. Wie teuer es ist. Ja, ich guck gleich. Ich werde es am Ende mal sagen. Ja, ich werde es am Ende mal sagen. Die Regie sagt mir Bescheid, wenn Ende ist. Und wieso steht da Ende? Heißt, dass es Ende ist? Regie? Ich glaube nicht. War es das schon? Ansonsten ist es. Noch ein bisschen. Also nein, kommt jetzt. Achso, das war halt. Ah, okay. So, viel Spaß. Gutes Gelingen. Danke. Tschüss. Ciao. Okay, wir gehen nochmal ins Hauptmenü, um nochmal zu gucken, was zu bieten gibt. Zack. Das Ding ist, es gibt sogar eine Xbox 360-Version. Aber die ist, glaube ich, auf Japanisch. Zumindest habe ich das auf Japanisch und ich glaube nicht, dass es das nochmal übersetzt gibt auf Englisch oder so. Und deswegen weiß ich gar nicht genau, was die einzelnen Sachen im Hauptmenü sind. Aber wir gucken sie uns nochmal an, weil ich habe das immer auf Japanisch gespielt, wusste nie ganz genau, war froh, wenn ich irgendwann im Spiel gelandet bin. Weil das dann ja doch teils ein bisschen intuitiv ist. Aber was das genau macht? So, wir drücken jetzt mal Start, gehen zurück aus Mushimesama 1.5. Das hier könnt ihr euch vorstellen, das sind die alten. Wir gehen jetzt mal in Arrange, mal gucken, was da anders ist. Da lädt er jetzt den neuen Spielmodus, alles klar. Standard, das sieht auch einen Tick anders aus, glaube ich. So, Arrange, wollen wir nochmal... Ich mache einen anderen Schuss, ich mache jetzt hier Super Spread, okay, den roten. Okay, spielen wir den noch mal kurz eine Minute an. Aber dann war es das auch. Aber seht ihr hier, ne? Das meine ich mit Spread. Der ist ein bisschen großflächiger. Whoop. Sammeln wir alles ein hier. Gehört alles uns. So, den da noch weg. Boah, hat Gott dir gesehen. Der alles gedroppt hat. Sammeln wir ein jetzt. Wupp. Na, so. Ja, das ist aber nicht wie der Ultra-Modus, den wir gerade ausprobiert haben. Der war schon ein bisschen härter. Hier kommt man ja gerade noch so durch. Da kriege ich immer Bammel. Wenn das hier losgeht und manchmal weiß ich nicht, welche Attacke ist das. Aber man muss auch die Angst verlieren denn vor sowas. Wenn man weiß, wenn man zu oft genug gestorben ist, weiß man, wie man da durchkommt.
Ich glaube, ich bin noch gar nicht gestorben, oder? Jetzt hier noch den Endboss. Ersten Level flawless oder was? Wollen wir mal probieren? Boah, das darf man aber nicht sagen, ne? Dann klappt's nicht. So, das war nicht eine Bombe von mir, sondern eine von diesen Sollbruchstellen. Ich weiß nicht, wie ich die anders nennen soll. Flawless Level 1, Arrange Modus. Was ist da? Hier wahrscheinlich deswegen auch Errungenschaft freigeschaltet. Das war nicht schlecht. Sammeln wir mal hier noch die gelben Chitin-Punkte ein, oder was das ist. Kein Plan, ehrlich gesagt. Aber bringt bestimmt Punkte. Und das war Mushi Masama. Nochmal am Ende im Arrange Modus. Danke dafür, dass ihr bestimmt ein Jahr eures Lebens geopfert hat, denn das war wirklich sehr anstrengend für die Augen, kann ich mir vorstellen. Ihr kriegt es auf Steam. Wenn ihr jetzt einmal, sehr gut, kurz wegguckt, dann gehe ich in Steam rein und sage euch, wie viel das kostet. Wenn ich eine Maus habe. Ich habe keine Maus. Wo ist meine Maus? Chubi chub chub. So, Mushi ist was. Gehen wir auf den Shop. Das Doofe ist, ich glaube, weil ich es gekauft habe, kann ich den Preis gar nicht sehen. Ach doch, da ist er. 20 Euro kostet das Ding. Und, okay, ist jetzt nicht super günstig, aber auch nicht super teuer. Ist ein altes Spiel, hat mehrere Modi und sollte man mal gespielt haben. Ich meine, Bullet Hell ist ein Genre, das vielleicht echt einige von euch noch nicht kannten. Ich merke das immer wieder, wenn ich Leuten davon erzähle, dass das total unbekannt ist. Verständlich, gab ja auch nicht allzu viele Spiele. Ansonsten, wenn es euch interessiert, schaut doch mal nach bei Toho. Auch große Reihe, gibt es mehrere Teile von Bullet Hell Shooter. Ansonsten Mushi Himmel Summer HD bei Steam. Da kriegt ihr das. Ansonsten gab es auch für die PS2, für die 360 oder kauft euch gleich den Automaten aus den 90ern. Oder nicht, ich weiß, 2000. Ach, egal. Jetzt geht's Bundesliga. Ich danke, dass ihr dabei wart und wir sehen uns bald wieder. Bis Densen.